Willkommen, Freunde. Der letzte Aufstieg. Wir werden uns wahrscheinlich unserem Bruder jetzt stellen müssen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt hier im Zentralturm. Ob wir das überstehen? Oh, niemand weiß es. Das wird hart. Ich bin auch der Meinung, wir haben immer noch zu wenig Level dafür. Hier geht's nicht raus. Also gesagt, bräuchte ein bisschen mehr Stufen. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Und zwar beim letzten Mal eine Stufe bekommen, als wir einen Gegner besiegt haben, aber das nee, Fähigkeitspunkt haben wir bekommen, genau, und eine Stufe müssen wir nochmal steigen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da schon reif für sind. Wir sammeln nochmal alles ein, bevor wir es noch können. Heftig verdächtig, sag ich nur. So ruhig hier. Kein Gegenspieler. Kein Gegner. So, jetzt sind wir im Turm. Entweder er kämpft gegen uns alleine oder schickt uns eine Riesenarmee auf den Hals. Ich vermute mal, wir müssen noch weiter Fahrstuhl fahren hier. Keep your weapon close. The trials here will be the most difficult yet. I am ready. Ist, dass wir auch Energie einsammeln. Den haben wir ganz gut aus der Rüstung rauen. So. Haben wir alles ja. Auf jeden Fall einmal aufladen. Zerstört. Ich hoffe, dass wir die anderen auch zerstören können, aber dann muss ich erstmal aufladen, ja? Ja, da kommt der Erste. Lange auf sich warten lassen. Einzelnen Spieler. Er hat auch eine gute Reichweite. Einzelnen Gegnern werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich die Magie hier nicht benutze. Oder sollte ich das doch mal? Jetzt sind es auch zwei da. Ah, shit.
Ey! Übertreibt es nicht. Wichtig ist auch, dass wir die Portale schließen. Komm, schnappen wir uns mal das nächste Portal. Am besten das, was am weitesten weg ist. Dann brauchen wir da nicht mehr hin. Ah! Was willst du machen? Es ist halt nun mal so. Wieder die Wagemutigen, die mich mit ihrer komischen Peitsche anziehen. Okay, komm, nächste da hinten. Sehr gut. Dass wir bald einen Levelaufstieg haben. Das kann nicht verkehrt sein. Okay, jetzt den nächsten. Nehmen wir uns den hier vor. Sehr gut, wieder ein Portal geschlossen. Kiste ist auch auf. Dieser droppt. Soll jetzt nicht leichtsinnig werden. Jawohl, die haben wir. Zack, zack. Super. Okay, jetzt müssen wir wieder ran. Ey, da haben wir aber einen ganz schönen Trümmerhaufen hier hinterlassen. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Und das sind manchmal so die kleinen Energiepunkte, die dann fehlen, wenn man nicht mehr weiterkommt. We're nearly there. He knows we're coming. I'm sure he is eager to see you again. Jetzt geht's weiter. Dadurch, dass man mit dem Hammer so ein haben hier beim Zuschlagen so ein Radius, treffen wir nie einen falschen. Energie und jetzt genau mit dem Schild Licht ausschalten. Solange wir uns dabei immer noch aufladen, weil wir denen die Energie klauen, ist die Welt ja in Ordnung. Sorgen mache ich mir halt nur, wenn es dann nicht mehr klappt. Jetzt geht's weiter. Aber noch nicht mal ein Bruder, oder? Spensterfürst ist das. Ach du heilige Neune. Ja,
harte Nummer hier. Bei den Decimus hatten wir doch schon mal. Ah, jetzt können wir. Ah, shit. Wäre ich da noch ein bisschen ausgewichen, hätte ich da natürlich dann die Energie abziehen können. Ah. Oder besser gesagt, ich hätte mich aufladen können. Energie gedroppt. So, den kriegen wir aber. Vor mir ist Energie. No. Jetzt machen wir den auch noch mal fertig. Das zweite Mal. Ich vermute mal, dass alle, die gestorben sind, die ich bekämpft habe, wahrscheinlich war mein Bruder irgendwie als Leibwächter hier arbeiten. Sieht das so aus? Okay, wir haben wieder 3 Aufladungen, das ist gut. Und wir haben wieder volle Energie. Und bloß aufladen. So, und jetzt... Alter, das ist aber heftig gewesen, weil man konnte sich gar nicht bewegen. Ich wollte das Schild schmeißen. Gar nicht geklappt. Soll mal langsam mal wieder Levelaufstieg fällig sein. Oha. Man setzt das Schild zu wenig an. Entweder beim Blocken macht man es falsch. Dass man da zu wenig blockt. Aber auch als Waffe. Naja, aber das Gute ist ja, wir können ja in dem Spiel sterben, aber kommen ja immer wieder. So, wir haben's. Jetzt geht's in die Richtung hier. Oh, jetzt sind wir hier wieder in so einem geilen goldenen Palast. Faszinierend. The monolith has an inner sanctum too. Wait. Be careful. Something's not right here. Oh. Jetzt kommen die nach und nach, die ganzen, die ich mal bekämpft habe, ne? Das kann ja was werden. Oh Mann, warum habe ich nicht vorher die Energie aufgeladen? Ich schlumpf. Können wir jetzt aber. So mal. So werfen kann ich auch nicht. Hier ist. Hier hat er was gedroppt. Komm, wir laden mal voll auf. Jetzt zuschlagen, nicht vergessen. Zack, 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 zack. Und
Ihn hat es schon zerlegt hier. Nehmen wir uns seinen Bruder vor. Wolves are most dangerous when they are desperate. Ich hab eigentlich auch gedacht, dass ich die hier zerstören muss. Na, jetzt gucken wir erstmal. Sammeln hier nochmal ein bisschen was ein. So, übersehen haben. Wir gehen gleich ins Sanktum zurück, sehr gut. Und da müssen wir nochmal schauen. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Die werden wir dann einsetzen. Das Sanktum möchte mit uns sprechen. Machen wir das doch mal. Be warned, Orin. This will be difficult. He is not just your enemy. He is also your brother. He is no brother of mine. Not anymore. He chose his path. Wenn man sagen muss, das ist nicht mehr mein Bruder. His reign ends with me. We made it, Orin. Godfall. You're outside the throne room. Makros waits for you on the other side. Ja, willkommen, Freunde. Nein, ich wollte nur sagen. Ach Gott, ich bin schon so fertig hier, weil ich mich mal mit den ganzen Leuten hier rumschlagen muss. Ich sage nochmal danke für eure Aufmerksamkeit und für euren Support. Penetriert nochmal den Abo-Button, lasst ein Like da. Von mir aus Daumen hoch, Daumen runter, das könnt ihr selber entscheiden. Lasst ein paar Kommentare da, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.